Bandenkriminalität! Ja. Ich möchte Mahmut kontrollieren, weil er mich sonst verarscht. Das ist eben das Problem bei diesen Clan-Mitgliedern, dass die schon früh lernen, Verbrechen oder zumindest Straftaten in seinem Fall zu begehen. Da wird gemauschelt, da wird getrickst, da wird betrogen, da wird verarscht. Das geht natürlich mit mir nicht, weil ich natürlich einen Controlletti-Ansatz verfolge. Ich bin der Kontrolleur, ich kontrolliere den Mahmut. Das heißt, ich erwarte von ihm, dass er seine Kontobewegungen offenlegt, dass ich also genau sehen kann, an wen überweist er Geld, wie viel Geld gibt er aus, einfach weil er es sonst nicht gebacken kriegt und immer in der Versuchung oder der Versuchung unterliegen könnte, dass er glauben könnte, dass er mich verarschen könnte, was er aber natürlich nicht kann, weil ich natürlich rigoros nachprüfe, wo geht das Geld hin, wie viel gibt er aus, hat er sich mehr als seine 50 Euro, die er pro Tag von mir geschenkt bekommt, herausgenommen, versucht er mich zu verarschen, versucht er mein Geld irgendwie beiseite zu schaffen, da muss ich den Controlletti-Ansatz verfolgen und insofern habe ich ihm das mitgeteilt, dass ich jetzt von ihm erwarte, dass er mir Einblick in seine Kontobewegungen gibt, dass ich eben den faulen Araber Mahmut Jarur auch überprüfen kann, damit ich eben auch Bescheid weiß. Informationen sind ja sehr viel wert. Logischerweise müssen wir auch die akkuraten Informationen vorliegen haben. Das ist ja wie in der Planwirtschaft, dass man eben Echtzeitdaten braucht, um eine effektive Gestaltung vornehmen zu können. Ich will auch Echtzeitdaten und deswegen verpflichte ich jetzt Mahmut Jarur, das kleine Mahmutchen, dazu mir Einblick in alle seine Kontobewegungen zu gewähren. Selbi. So, Mahmutchen hat angerufen, ich rufe zurück. Hallo, ja. Mahmutchen, wie geht es dir? Ja, ich wollte kurz nur dich am Telefon haben, damit ich mir sicher sein kann, dass du das bist, mit dem ich gerade am Test bin. Naja, ich erwarte jetzt Einblick in deine Kontobewegungen. Du bekommst ja 50 Euro am Tag, also 1500 Euro im Monat geschenkt von mir. Da erwarte ich jetzt auch einen Kontoeinblick. Deswegen bitte richte die beiden Konten ein, dass ich das auch nachvollziehen kann, was du da so machst mit meinem Geld. Ich texte dich. Ja, bitte trage einfach die beiden Konten ein, dass ich das auch nachvollziehen kann. Okay? Du bist mit denen ich gerade quatsche. Ja, ja, du quatschst mit mir, du bist dir sicher. Ja, kannst dir auch sicher sein. Ich texte dich. Gut, texte mich, wie du auch immer möchtest. Hauptsache, du machst, was ich will. Did he see me, did he see you, did he see me, did he see you, did he see me, did he see me, did he see me, did he see you. Tja. Da ist der Mahmutchen, das Mahmutchen auf dem Holzweg. Er glaubt irgendwie, er kann mich verarschen und mein Geld jetzt einfach veruntreuen. So geht es natürlich nicht. Er hat mich ja in der Vergangenheit schon mal hintergangen. Oder er ist mich hintergangen. Er hat ja schon mal Geld, was er eingenommen hat, stellvertretend für mich. Also er war angestellt bei mir und hat das LSD-Taxi betrieben, war also Lieferant und hat Bargeld eingenommen und hat dieses Bargeld nicht mir gegeben, sondern einfach behalten. Circa 9000 Euro. Jetzt macht er es schon wieder. Die Zahlungseingänge, die auf sein Konto für mich eingehen, behält er jetzt einfach. Überweist mir irgendeine fixe Summe und macht irgendwie einfach jetzt Veruntreuung. Das ist jetzt seine Strategie, anstatt die 50 Euro, die ich ihm schenke, 1500 Euro im Monat. Also 50 Euro pro Tag, 1500 Euro im Monat. Das ist ja eine sehr großzügige Geschenkaktion von mir, dass ich sage, ich schenke einem faulen Araber wie dem Mahmut Jarur vom Jarur-Clan 1500 Euro im Monat, weil er sonst obdachlos ist. Hat er schon sein Auto verloren? Also es ist kein Scherz. Er hat zunächst die Wohnung verloren, weil ich ihn rausgeschmissen habe. Ich habe zu ihm gesagt, du bist so unzuverlässig, du kümmerst dich in keinster Weise um die Aufgaben, die ich von dir erwarte. Deswegen habe ich ihn rausgeschmissen, nach ca. 3 Monaten bei mir
wo er auf dem Sofa geschlafen hat, weil er sonst obdachlos gewesen wäre. Das heißt, ich habe ihn aus Nächstenliebe aufgenommen und habe ihm eben ein Obdach gegeben. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine geruhsame Nacht und bis bald. Tschüss.